Hallo und willkommen zu einem neuen Video über elektrischen Schutz. Dieses Mal geht es um den Personenschutz. Wieso muss man Personen überhaupt schützen? Wieso? Oder wieso ist der menschliche Körper das so empfindlich? Nun, wir haben in unserem Körper Strombahnen. Wir nennen die nicht Strombahnen, wir nennen die Nerven. Unser Körper, unsere ganze Wahrnehmung, auch unser Gehirn funktioniert mit Stromimpulsen. Das heißt, wenn ich das will, ich will da aufgreifen, dann kommt ein Impuls von meinem Kopf zu meinem Muskeln. Und die ziehen sich aufgrund des Befehls dann zusammen. Wir sind also intern verdrahtet und Stromimpulse sagen uns, was wir fühlen und geben Befehle retour von unserer Schaltzentrale. Ja, das ist einfach so. Wir funktionieren mit Strom. Unsere Nerven sind Stromtransporter. Jetzt haben wir da unseren internen Stromfluss. Deswegen spüren wir, das müssen wir am Anfang auch lernen. Wenn man so ein Kleinkind zuschaut, was das am Anfang macht, das merkt zwar, dass irgendwo berührt wird, aber das gespürt ist, das empfängt die Stromsignale, aber wo das ist und was das ist, keine Ahnung. Oder am Anfang komplett unkoordinierte Bewegungen und irgendwann werden die Sachen koordinierter, dann lernt das Hirn nämlich die Stromimpulse in der richtigen Reihenfolge in unseren Körper zu senden und dann können wir plötzlich viele verschiedene Muskeln koordiniert bewegen und uns zielgerichtet irgendwo hingreifen. Oder ganz genau irgendwas angreifen und so weiter, das lernen wir. Die interne Verschaltung ist zwar bei jedem anders, so wie jeder Mensch individuell ist, aber unser Hirn hat das gelernt, damit umzugehen. Jetzt haben wir da unsere internen Stromleitungen, funktionieren normalerweise ziemlich gut. Wenn wir jetzt aber extern einen Strom durch unseren Körper durchschicken, wenn wir irgendwo draufgegriffen haben, wo wir nicht draufgreifen sollten, dann rinnt nicht nur der interne Strom, der uns ja hilft, unseren Körper zu bewegen und auch zu begreifen, zu fühlen, sondern rinnt extern auch. Deswegen tut das auch weh, weil wir greifen drauf und da durch unsere Nerven wird da halt irgendwelche Signale gesendet und das interpretieren wir normalerweise als Schmerz. So, wenn diese elektrischen Impulse stark genug sind, am Anfang spielt gar nichts. Schauen wir sich das an. Da, schauen Sie mal. Das ist für einen Wechselstrom so ein typisches Diagramm. Da gibt es die grüne Linie, das ist die sogenannte Wahrnehmbarkeitsschwelle. Wenn ich unter den drunter bin, spüre ich gar nichts. Dann rinnt es zwar drüber über mich, der Strom, aber ich spüre gar nichts. Das ist die Wahrnehmbarkeitsschwelle. Dann in der Zwischenzeit, zwischen der grünen Linie und der blauen Linie, da spüre ich was. Okay? Da am Anfang ist ein leichtes Kribbeln, das ist so, wie man die Batterie da auf die Zunge hält. Das hat sicher noch nie jemand gemacht von euch. Dann spüren wir so ein Kribbeln, das haben wir da drin. Und da sehen wir auch, dass auf der linken Seite ist die Dauer, das ist eine logarithmische Skalierung oder sowas ähnliches wie eine logarithmische Skalierung, da sind wir 1, 10, 100, 1000, 10.000 Sekunden, Millisekunden, also da haben wir 10 Sekunden, da haben wir eine Sekunde, da haben wir eine Millisekunde. Und da sehen wir, dass diese Grenze da je nach Einwirkdauer woanders ist. Das ist die sogenannte Loslassschwelle. Was heißt das, Loslassschwelle? Wenn ich über diese Loslassschwelle darüber gehe, wenn ich zu viel Strom über meinen Körper leite, dann kann ich meine Muskeln nicht mehr kontrollieren. Okay? Dann ist der Strom so stark, dass meine Befehle vom Hirn einfach nicht mehr ankommen. Dann greife ich da drauf und dann verkrampft es mich und dann bin ich da drin. Ja? Und dann kann ich nicht mehr loslassen. Das ist bei Gleichspannung. Das gilt für Wechselspannung. Bei Gleichspannung schaut es ähnlich aus. Ein bisschen, die Kurven sind ein bisschen woanders, sind ein bisschen weiter oben. Der menschliche Körper ist etwas toleranter gegen Gleichspannungen.
Aber da ist es auch so. Ja? Und das ist ein ganz ein schierer Zustand natürlich, ja? Weil da haben wir Muskelkontraktionen. Ich kann nicht mehr loslassen. Ja? Ich kann auch nicht schreien. Ich kann gar nichts. Ja? Ich hänge da drin im Strom und ich kann nicht atmen, weil das ist ja auch, sind ja auch Muskeln. Ja? Wenn es mit Blatt erwischt, das ist wirklich deppert. Ja? Wenn es mit Blatt erwischt, kann ich da schon. Ja, auf alle Fälle irgendwelche Schäden. Ja? Ja? Ist schon ein gefährlicher Bereich da, Muskelkontraktion. Ja? Wirklich brutal wird es nachher, eben wenn dieser Muskel, der da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist, Herz des Herzens oder die Lunge oder sonst irgendwas, was unmittelbar lebenswichtig ist, dann sind wir da oben. Ja? Herzkammerflimmern, Atemstillstand, Herzstillstand, Tod. Exodus. Das ist die Schwelle des Herzflimmerns da, oder? Ja, und da sehen wir, ja, wenn es nicht länger wie 10 Millisekunden dauert, halten wir A und B auch aus. Ja. Würde ich nicht empfehlen, tut sehr weh. Ja. Aber was nur kurzfristig, und 10 Millisekunden sind wirklich nicht lang, ja. Ich meine, das sind eine Hundertstel Sekunde, ja. Dann überlebe ich das, vermutlich. Da ist auch jeder Mensch anders natürlich. Ja, das sind irgendwelche Normwerte, wo man sagt, okay, mir sollte eigentlich passen für die meisten. Wenn das aber länger wie 6 Sekunden einwirkt, sind wir da, dann sind wir schon auf 50 mA unten. Ne? Das heißt, Stromflüsse über und durch unseren Körper, die mehr als 50 mA sind, das sollte man tunlichst vermeiden. Also wirklich. Ja? Das ist Exodus. Ja? Und da sehen wir da, Wahrnehmbarkeitsschwelle, da ab 2 Sekunden, eine Loslassschwelle 2 Sekunden, sind ja nur mehr 10 Milliampere. Ja? 10 Milliampere. Halt drauf. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Ja? Also der menschliche Körper ist relativ sensibel auf elektrische Ströme. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass wir haben kein Sinnesorgan, das uns sagt, das ist ein Strom und das ist eine Spannung. Ja. Für uns, wenn wir da in die Nähe von der Steckdose greifen, da fühlt sich nichts anderes da, obwohl wir da das elektrische Feld und so weiter haben. Wir haben kein Sinnesorgan, was uns vor der Gefahr warnt. Ein Draht, der unter Spannung steht, schaut für uns genauso aus wie ein Draht, der nicht unter Spannung steht. Und erst, wenn wir draufgreifen, spüren wir einen Unterschied. Das macht das Zeug gefährlich, logischerweise. Wir sind relativ empfindlich auf Ströme und wir sehen es nicht und wir spüren es nicht, sondern erst, wenn es zu spät ist im Endeffekt. Deswegen müssen wir unbedingt, also unbedingt, die fünf Sicherheitsregeln einhalten. Es gibt fünf Sicherheitsregeln, die wir beim Arbeiten mit elektrischen Betriebsmitteln, eigentlich gelten sie überall, aber die fünf Sicherheitsregeln werden meistens für Elektrizität verwendet. Und zwar, wenn wir irgendwo was umschrauben müssen, in einer elektrischen Anlage oder wenn wir nur eine Glühbirne austauschen. Ja. Haltet die fünf Sicherheitsregeln ein. Es kann euer Leben verlängern. Die erste Regel ist, wo schalten? Ja. Okay. Erste Regel. Das heißt hier nicht abschalten, sondern freischalten. Gell? Freischalten. Es muss spannungsfrei sein, deswegen heißt es freischalten. Ja? Und zwar nicht einfach irgendwo, ja, und hoffen, dass nichts ist, ja, sondern allseitig und allpolig hast. Ja? Das heißt, so gut wie möglich alles, was zum Ausschalten gibt, was da zu dir Glühbirne oder wo er immer hinführt, abschalten. Allseitig und allpolig. Allseitig und allpolig. Allpolig bedeutet ja nicht nur ein Draht, wo normalerweise die Spannung kommt, ausstecken, sondern es steckt beide an. Ja. Sicher ist sicher. Alles ausstecken, alles ausschalten, was gibt. Freischalten.
Ja? Abschalten, freischalten. Zweitens, ja, auch wichtig, gegen Wiedereinschalten sichern. Zweitens. Gegen Wiedereinschalten. Sichern. Ich habe nämlich nichts davon, wenn ich die Sicherung oder den Leitungsautomaten aufmache, nachher in einen anderen Raum gehe und mein Nachbar hat keinen Strom und trat mir den wieder auf. Ja, und ich glaube, es ist angeschalten. Ja, gegen Wiedereinschalten sichern. Kann sein, mit einem Zettel, den man draufhängt, nicht einschalten, es wird gearbeitet. Oder wirklich mit einem Schloss, da gibt es auch was, dass man das wirklich gegen Wiedereinschalten sichert. Ja, dass das auch sicher ausgeschalten bleibt. Okay. Zweitens. Dann drittens. Wir glauben, wir haben angeschalten. Ja? Und wir glauben, wir haben es gegen Wiedereinschalten gesichert. Drittens, jetzt schauen wir noch, ob das wirklich so ist. Drittens, auf Spannungsfreiheit prüfen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja? Ich glaube, wir haben angeschalten, schauen wir. Aha, messen, irgendwie, ja, okay, ist wirklich keine Spannung mehr da. Passt. Ja. Dann machen wir Erden und Kurzschließen. Okay. Das ist bei einer Glühbirne vielleicht übertrieben, bei einem Glühbirnenwechsel, aber in einer elektrischen Anlage sollte man das beherzigen. Ja. Die Teile, die ich jetzt angeschalten habe, die hänge auf die Erdleitung. Dann kann sich die nämlich auch elektrostatisch nicht aufladen oder sonst irgendwas. Die wären mit Bezugspotenzial mit der Erde verbunden, aber mit 0 Volt, dass das sicher 0 Volt sind. Ja. Erden, Zusammenhänger, alle möglichen Teile kurz schließen, dann sind wir da. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den Fall, dass es ja, sind nicht allein, ja, sind ja nicht alleine, ja. Es gibt ja Nachbarelemente ebenfalls, ja, und die müssen wir abdecken, müssen wir abschranken, die müssen wir irgendwie schauen, dass wir sie nicht, wir arbeiten da und da ist aber nur gefährlich, dass wir sie nicht gemütlich umlernen können oder sonst irgendwas, ja. Aha, benachbarte spannungsführende Teile kehren abgedeckt. Ja. Fünftens, abschranken. Ah, da geht es darum, benachbarte spannungsführende Teile irgendwie abzudecken, sodass nichts passieren kann. Ja. Gefahrenstellen einfach eingrenzen, dass ich nicht unabsichtlich irgendwo reinkomme. Ja. Wenn zwar drin zwei Drähte sind, die und ich habe den spannungsfrei geschalten und der daneben hat 800 Volt, ja. Müssen wir irgendwie schauen, dass wir das einpacken, dass ich da nicht zufällig ankomme. Ja. Abschranken. Natürlich, in die Gegenrichtung machen wir es genau umgekehrt. Ja. Dann haben wir das Abgeschrankte weg, dann darf man die Erdung auflösen, dann, gut, das brauchen wir eigentlich nicht, weil das wissen wir eh, ja. Dann nehmen wir die Wiedereinschaltsicherung weg und dann schalten wir ein und hoffen, dass nichts rockt. Ja. Also das sind die Sachen. Das soll uns schützen. Ja? Vor was soll es uns schützen? Ja? Vor der sogenannten Berührspannung. Ja? Wir haben gesagt, okay, der Strom ist das, was uns umbringt an und für sich, die 50 mA. Und dass wirklich 50 mA durch unseren Körper durchrinnen, ja, muss ein gewisses Spannungsniveau herrschen. Ja? Unser Körper hat nämlich auch einen Widerstand. Ja? Gibt's. Es ist gar nicht so einfach. Ja. Es gibt zwar Tabellen und so weiter, dass man sagt, okay, ein Hand hat 500 Ohm, der Rumpf hat 100 Ohm, die Füße haben auch 500 Ohm, das hat auch 500 Ohm. Okay, das ist der Körperinnenwiderstand. Ja. Aber es kommt sehr stark darauf an, wie die Hände beieinander sind. Jetzt berühre ich einen spannungsführenden Teil, einen aktiven Teil,
Und jetzt kommt es darauf an, ja, schwitzt der oder hat der ganz trockene Hände? Hat der, vielleicht ist das ein leidgeplagter Arbeiter mit einer Hornhaut. Der Übergangswiderstand ist oft das Thema. Ja? Übergangswiderstand von dem spannungsführenden Teil auf unsere Haut. Ja? Das können 10.000 oben sein. Ja? Trockene Haut, dicke Haut und so weiter, vielleicht sogar mehr. Das kann aber weit unter 1.000 oben genauso sein, wenn man gescheit schwitzt und das Schweiß ist eine salzige Flüssigkeit, ja, das setzt den Berührwiderstand gehörig herab. Ja. Auf das wollen wir uns ja nicht verlassen. Ja. Wir wollen uns nicht darauf verlassen, auf unsere Schuhe. Ja. Die Schuhe ist natürlich genauso, weil wir leiten ja den Strom gegen die Erde ab, normalerweise. Ja. Blöd ist, wenn wir Plus und Minus begreifen, dann reden sie über uns drüber, dann sind wir nämlich ein Verbraucher. Werden wir sehen, was für Möglichkeiten gibt, uns zu schützen. Prinzipiell muss der Personenschutz dafür sorgen, dass die Teile, die ich berühren kann, die Berührspannung, das heißt die Spannung zwischen zwei Teilen, die ich angreifen kann, von außen, die muss kleiner wie 50 Volt üblicherweise sein. Ja, das ist so die internationale Norm. Ja. Diese ganzen Themen sollen eben dafür schauen, dazu beitragen, dass die sogenannte Berührspannung kleiner wie 50 Volt ist. Ja, merkt man sich 50 Volt, weil das passt gut zusammen mit den 50 mA mit den tödlichen. Das muss verhindert werden. Ja, dass das verhindert muss werden, dass größer wie 50 Volt ist, die Berührspannung muss kleiner wie 50 Volt sein, dann kann man von einem Personenschutzkonzept reden. Okay. Welche Möglichkeiten es gibt für einen Personenschutz, ja, da werden wir uns ein paar anschauen. Das nächste Mal machen wir die Schutzisolierung. Ja, das ist ein relativ häufig anzutreffendes Konzept. Werden wir sehen, was das ist. Okay. Für dieses Mal. Sorry, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.